Heute geht es weiter in meiner Expertenwelt. Wir sind mittlerweile bei Folge 3 angekommen und das Ziel ist es immer noch, alle 3 Trophäen freizuschalten. Hier ist auf jeden Fall wieder mein Bob am Start, ja, und Bob und ich werden hier weitermachen, ja. Und wir haben hier auf jeden Fall auch noch die Kuschelbeauftragte, ja. Da bin ich gespannt. Vielleicht möchte Kuschelbeauftragte sich ja auch meinem Dorf anschließen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und tatsächlich heißt, wir müssen erstmal ein neues Bett bauen. Und bevor ich das neue Bett baue, lass auf jeden Fall einen dicken, fetten Like da. Würde mich riesig freuen. Und das passt ja hier perfekt. Place mir einfach, zack. Dann kommst du her, lebe in meinem Dorf. Ja, komm schon. Hey, was? Ach so, es war kein Platz mehr. Wir brauchen noch eine Planke. So, dann rüsten wir das Dorf hier ganz entspannt wieder auf. Und jetzt kannst du in meinem Dorf leben. Sehr schön. Perfekt. Ganz einfach. Jetzt sind wir schon bei Level 3 vom Dorf, vom ersten Dorf. Man muss ja auch eben für die erste Trophäe das Dorf auf Level 10 bringen. Wir brauchen als nächstes 15 Planken für das nächste Upgrade. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Zack. Und wir müssen jetzt wirklich langsam anfangen, die Glücksbringer zu machen. Bedeutet, was brauche ich nochmal? Ich brauche das Spinnrad. 8 Planken brauchen wir noch. Okay, dann wir brauchen ja ordentlich Planken dann jetzt. Dann machen wir hier mal 30 Planken oder so. Dann geben wir der Kuschelbeauftragten erstmal einen Job. Ja, hol mal Ressourcen ran. Sammle Ressourcen, verarbeite Holz. Nee, sammle mal Ressourcen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, die letzte Planke. Jetzt können wir das Spinnrad bauen. Das Ding ist, bevor wir das Spinnrad bauen, ich bin am Überlegen, ob wir überhaupt noch genug Platz haben. Also klar, ich kann es jetzt hier so placen, aber irgendwie auch nicht. Also ich würde sagen, wir bauen sogar erstmal eine neue Hütte. Denn ich habe jetzt echt schon alles hier sehr, sehr klein auf engstem Raum gebaut. Aber wir bauen einfach hier so eine ganz entspannte, normale Doppelhütte. Bauen die auch einfach mal direkt so hier hin. Zack. Muss ja auch mal sein, damit wir sonst gleich nochmal ein paar neue Dorfbewohner aufnehmen können. Wie gesagt, hier in der Welt, es soll nicht spektakulär aussehen. Mein Ziel ist es einfach nur, die Challenge zu schaffen, eben diese 3 Trophäen zu bekommen. Und da geht es halt nicht um den Schönheitswettbewerb. Also das wird hier alles ja nicht so schick aussehen, wie sich der ein oder andere das eventuell vorstellt. Dann ist das Dach auch schon fast fertig. Zack und Bau abgeschlossen. Sehr schön. So, und hier können wir nämlich jetzt dann das Spinnrad reindonnern. Ich würde sagen, wir hauen es einfach mal ja, irgendwie so hier in die Ecke, oder? Hier so vielleicht, komm, muss irgendwie passen. So, zack, hier hin. Dann haben wir das Spinnrad und wir brauchen Seidenfaden. Können wir direkt auch machen. Sehr schön, es läuft. Die nächsten Planken sind auch schon fertig. Und dann können wir auf jeden Fall gleich auch schon hier das schöne Dorf upgraden. 5 Planken noch. Wir haben doch sogar gerade noch Eier gehabt hier irgendwo. Dann verarbeiten wir die Eier auch mal schnell zu Spiegeleiern. Das ist, glaube ich, auch eine ganz coole Idee. Hier haben wir die letzten Planken, die wir ausgeben für das nächste Dorf-Upgrade. Nice, dann sind wir schon mal bei Level 4. Als nächstes brauchen wir 20 Planken und wir brauchen sogar noch mehr Marmor. Marmor haben wir, aber Planken wird gerade ein Problem, denn ich habe kein Holz mehr. Zum Glück ist das Holzproblem relativ schnell gelöst, dadurch, dass wir hier eine ganz gute Axt am Start haben. Damit geht das schon echt schnell, muss ich sagen. Sehr entspannt damit. Die Spiegeleier sind auch schon fertig, sehr schön. Und wir können so langsam auch mal eine Armbrust herstellen und dann könnte man eventuell auch schon das erste Ungetüm angreifen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eben 3 Konditionsglücksbringer ganz prinzipiell herzustellen. Dafür mache ich ganz schnell nochmal mehr Seidenfaden. Das kann essentiell wichtig werden. Die Spiegeleier packen wir erstmal wieder zurück in die Truhe. Die brauche ich gerade nicht. Und wir haben mittlerweile auch schon sage und schreibe 39 Sturmkerne. Also im Prinzip kann auch gleich ein 2. Glücksbringer gemacht werden, der auch sehr wichtig sein könnte. Der Wiederkehrtotem, sage ich ganz ehrlich, er könnte essentiell wichtig werden, vor allem wenn man eben das erste Ungetüm oder so angreift. Aber wir müssen hier wirklich Schritt für Schritt immer weiter vorankommen. Und das tun wir auch einfach gerade. Aber wie gesagt, wir müssen hier gleich mal einen einfachen Kompass, könnte man schon mal herstellen. Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, kostet mich ja nicht viel, machen wir. Dann haben wir den hier schon mal am Starten. Oh, ein Hängegleiter wird natürlich auch irgendwann sehr relevant werden. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz die Freundlichkeit des Dorfes irgendwie ein bisschen nach oben bringen. Das bedeutet, wir müssen irgendwas Schönes bauen. Ah, jetzt ist die Frage, was wir bauen. Wir bauen erstmal, würde ich sagen, weiter hier diese blöden Hütten, auch wenn die halt nicht so schick sind. Bauen wir die einfach mal weiter. Ich muss mir überlegen, dadurch, dass wir natürlich hier sehr weit oben jetzt sind, bauen wir das Ganze mal ja, vielleicht so hier hin. Können auch hier hin bauen, na. Ich muss mir überlegen. Nee, wir bauen es einfach mal so ganz entspannt hier hin. So, bauen das Ganze. Ich hoffe, meine Ressourcen reichen einigermaßen. Ich glaube aber wahrscheinlich nicht. Und ich habe mir das einfach mal jetzt fest vorgenommen, dass wir wirklich diese Folge das erste Ungetüm angreifen. Ich habe nur echt, nicht ganz ehrlich, ein bisschen Angst.
Ich habe kein Holz mehr. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich das Ding halt irgendwie one-hittet. Aber wenn ich mich eigentlich nicht ganz blöd anstelle, dann hittet mich das Ding gar nicht. Und ich würde sagen, die Axt machen wir nochmal kaputt. Sammeln da wirklich jetzt nochmal richtig schön Holz. Haben hier einfach fast 200 Holz jetzt gesammelt. Und da ist er kaputt. Dann können wir den Bau unserer schönen Hütte auf jeden Fall vollenden. Zack. Und bam. So, letzte Stufe. Da haben wir es geschafft. Sehr schön. Hütte mit Veranda. Und es wird wahrscheinlich nicht gereicht haben. Nee, die Hälfte hat es gebracht. Dann würde ich sagen, bauen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Betten. Denn das wird auf jeden Fall auch noch sehr relevant werden. Zack, drei Betten. Die haben das Ganze auch schon mal ordentlich nach vorne gebracht. Wir werden auf jeden Fall auch noch mehr brauchen. Deswegen placen wir hier, zack, das nächste. Und ja, ganz ehrlich, dann hauen wir hier nochmal irgendwie eine Truhe, glaube ich, hin. Ja, hier direkt daneben. So. Würde mir auch weiterhelfen. So ein Regal darf auf jeden Fall auch nie fehlen. Und das müsste jetzt gelangt haben, oder? Nee, ey, komm, echt, so ein Zipfel fehlt noch. Ich glaube, als nächstes placen wir den Steinzerkleinerer. Und zwar dann halt hier in der Ecke. Der wird das Ganze auf jeden Fall nach vorne bringen. Sehr cool, denn den brauchen wir eh im Prinzip noch. Also, ja, easy, let's go. Wir brauchen auf jeden Fall auch wieder Marmor. So, nächstes Dorflevel. Sehr schön, so soll es sein. Jetzt brauchen wir Knochenwurzeln und Granittafeln. Genau, und da kommt halt eben der Steinzerkleinerer ins Spiel. Zack. Jetzt brauche ich halt nur eben ein bisschen Granit. Mir fällt mal auf, ich habe ziemlich einen Hunger. Ja, heißt, zack, zwei Dinger eben essen und dann ist das ganze Ding auch schon wieder voll. Ja, sehr schön, ist sogar voll. So, Granit. Wo habe ich Granit? Habe ich überhaupt noch welches? Ich glaube nicht. Und da kommen wir dann zur nächsten Sache. Wir müssen Stein farmen und das auch nicht gerade wenig. Ja, wir brauchen 30 sogar, okay. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, schauen wir erstmal, was wir brauchen für diese Armbrust. Und wir können uns natürlich die Glücksbringer herstellen. Das machen wir auch. Holen uns also hier erstmal unseren Seidenfaden und gehen wieder zurück. Wir brauchen zwei Stück. Mehr kann ich sowieso nicht reintun. Nummer 1 und Nummer 2. Sehr schön. Das gibt uns erstmal wieder ein bisschen Leben. So, der normale kann dann weg. Die packen wir rein. Und schaut euch das mal an. Wir haben schon um einiges mehr Leben, was sehr, sehr geil ist. Wenn wir jetzt noch ein Steak essen, dann haben wir sage und schreibe 7, 8, 9 Leben. Sehr cool. Da haben wir schon mal eine neue Waldaxt. Das ist schon mal sehr schön. Als nächstes haben wir eigentlich alles. So, jetzt brauchen wir 8 Knochenwurzelstäbe und eine Kordel. So, Knochenwurzelstab machen wir 7 Stück. Einen habe ich noch im Inventar. Und wir brauchen eine Kordel. Dafür benötigen wir 5 Seile. Dafür brauchen wir 25 Ranken. Haben wir auf jeden Fall auch am Start. 2 packe ich auch mal rein. Dann sind die schon mal weg und dann habe ich einen Platz mehr. So, 25 Ranken kommen rein und dann haben wir das gleich. Ey, das ist doch wirklich wunderbar. Das geht hier wirklich richtig vernünftig voran, muss ich sagen. Währenddessen gehe ich mal kurz hier irgendwie los und hau da vorne mal kurz die Steine weg. Und wir holen uns hier mal ganz kurz die Hühner. Die sind sogar mittlerweile einfach mit dem Schwert One-Shot. Das ist ja krass, ey. Ich muss aber auch sagen, dass mit dem Granit geht ziemlich schnell. Also vor allem, wenn man hier so diese großen Brocken weghaut, dann ist es schon echt krass, wie schnell das so geht. Boah, das ist ja ein richtig dicker Brocken hier. Der ist ja geil. Der muss richtig schön Stein abwerfen. Boah, und dann schön hier das alles weg. Und dann haben wir schon richtig ordentlich Granit auf jeden Fall. Sammeln hier auch nochmal die einzelnen ein. Ja, darf man nie unterschätzen, was das hier so bringt. Boah, oh mein Gott, das ist geil. Boah, was ein Brocken. Das gibt richtig schön Granit. Und da vorne ist das Ungetüm, was wir auf jeden Fall gleich bekämpfen werden. Wie gesagt, wir brauchen nur eine Armbrust und halt eben ein paar Pfeile. So 100 Pfeile sollte eigentlich passen. Dann ist man schon mal echt gut ausgerüstet, was das angeht. Wir gehen zurück zur Basis, denn es ist auch schon wieder dunkel geworden. So, meine Knochenwurzelstäbe sind fertig. Das ist sehr schön. Dann hauen wir hier jetzt die Granittafeln rein. Ich weiß gar nicht, wie viele wir nochmal brauchten. Hi, was geht? So, komm, schließ dich meinem Dorf an. Das wäre schön. Ja, haben wir. Nice. Komm, das läuft ja hier. So, dann kannst du auch direkt mal für mich arbeiten, ja? Hilf dem Dorf mit. Ja. Ja, bereite mal Essen zu. Das ist gut. 30 Granittafeln brauchen wir. Die machen wir. Abfahrt 29 noch. Zack, 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 zack. Ich habe jetzt schön Granit gesammelt gerade. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir zur Kordel. Hier haben wir die Seile und damit machen wir jetzt eben eine Kordel. Und wenn wir die haben, dann können wir unsere einzige
wunderbare Armbrust machen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die kaputt geht im Kampf. Das wäre blöd, aber wir gehen das Risiko einfach mal ein. Und zur Not muss ich halt den E11 Blaster benutzen. Cordel ist fertig, dann gehen wir an die Werkbank und machen unsere Armbrust. Da ist sie, sehr schön. Macht 7 Schaden. Ich hoffe, dass das reicht. Ich hoffe es. Und wir müssen natürlich aber auch Pfeile machen. Und da müssen wir mindestens 100, 150 Stück mitnehmen. Zum Glück haben wir ja wirklich einige Hühner eliminiert. Und dadurch natürlich genügend Federn noch in der Kiste. Wie viele haben wir jetzt? Jetzt haben wir 72 Pfeile. Das wird schwierig. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Hier haben wir auch nochmal welche. Aber es wird, denke ich, immer noch nicht ganz reichen. Wir packen trotzdem hier erstmal alles kurz rein, was irgendwie relevant werden könnte. Zack, was wir alles so gerade nicht brauchen. Ja, es kann natürlich trotzdem sehr gut sein, dass ich im Kampf es nicht schaffen werde. Und deshalb gehe ich da lieber auf Nummer sicher. Und jetzt machen wir noch mehr Pfeile, denn ich glaube, so ein Hit davon, von diesem Ungetüm, könnte mich eventuell schon aus dem Leben hauen, aber wir werden es gleich riskieren. Wir haben jetzt 204 Pfeile. Das sollte eigentlich ausreichen. Ich hoffe, dass es ausreicht. Wäre blöd, wenn nicht. Und ich würde sagen, sobald es hell wird, werden wir angreifen. Ja, dann geht's los. Ich glaube sogar, ich nehme für den Kampf mehr Leute aus meinem Dorf mit. Das ist eine sehr schlaue Idee, glaube ich. Ja gut, die sind zwar gerade am Pennen, aber stehen auch schon auf, wenn ich sie ärgere. Lass uns über Jobs reden, gehen wir auf Erkundung. Ich glaube, ich kann aber nur einen mitnehmen, oder sowas. Ich würde sagen, bevor ich noch lange überlege, wir gehen rein. Ja, wir gehen rein, greift das Ungetüm an. Ich hoffe, es ist ein Stormwild-Ungetüm, was natürlich für mich sehr geil wäre, da ich dann direkt das Ungetüm hier im ersten Biom abgeschlossen hätte. Es wäre schon wirklich sehr, sehr nice. Okay, ich höre es stampfen. Wir essen vorher nochmal kurz ein Stück Fleisch. Und irgendwo da vorne ist es, okay. Wir greifen es an. Ich hoffe, dass Bob mir vernünftig weiterhilft. Wir haben es angegriffen. Oh mein Gott, das war close. Hey Bob, kannst du vielleicht angreifen? Ist halt kein Stormwild-Ungetüm. Das ist ein bisschen schade. Okay, er rennt wieder. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie stark das Stormwild ist. Okay. Oh mein Gott, das ist stark. Das ist sehr stark, der Blaster. Der Blaster ist ja richtig stark. Da kann man ja richtig gut mit drauf. Okay, das ist mit Abstand die stärkste Attacke von ihm. Wenn die mich erwischt, bin ich vermutlich tot. Noch einmal ausweichen und dann haben wir es gleich geschafft. Und wir haben es. Let's go. Nice. Erstes Ungetüm. Easy peasy. Ohne einen Hit geschafft. Die erste Ungetüm-Schuppe. Und wir laufen mal hinterher, denn das bringt uns zu einer Kiste. Ja, haben ordentlich Pfeile verballert. 30 Stück aber nur. Ist voll in Ordnung. Und diese Viecher, ich sag euch, die sind auch nicht ohne. Weil die bringen uns natürlich halt ein paar... Zack, nice. Ein paar Sturmkerne, die brauche ich. Das wird sehr interessant. Erstmal haben wir die Kollegen. Die machen es mir natürlich jetzt nicht leicht. Die werden sehr stark sein. Ersten haben wir. Ja, macht auf jeden Fall alles schon ein bisschen mehr Schaden. Wir haben E11 Blaster gekriegt, sehr cool. Der hat mir gerade eben auf jeden Fall ordentlich weitergeholfen. Und der wird interessant, der Kollege. Aber den müssen wir halt holen. Oh mein Gott, das war ja ultra free. Nice, haben wir schon mal direkt einen Sandpanzer. Sehr geil, das ist ja ultra easy gewesen. So, den Sandpanzer hier nehmen wir auch nochmal mit. Der ist sogar auch sehr crazy.
Oh, wenn man den Headshot gibt, ne? Unfassbar, wie stark. Unfassbar. Also die Armbrust, ich sag ganz ehrlich, ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Zack. Und mitgenommen hier. Ist natürlich einfach jetzt sehr, sehr schade, dass das kein Stormwild-Ungetüm war. Das hätte natürlich hier uns schon mal direkt ein bisschen was abgenommen. Also das erste Ungetüm haben wir auf jeden Fall erstmal besiegt. Das ist schon mal wirklich eine sehr coole Sache. Ich weiß auch gar nicht. Ah, hier ist Bob wieder. So, wir müssen natürlich erstmal wieder Bob hier mit rannehmen. Ja, der ist ja leider draufgegangen da bei dem ganzen Spektakel. Wir bauen uns direkt auch wieder eine Kordel, denn ja, wir brauchen einfach diese Armbrust. Das ist einfach wirklich unfassbar, wie stark die ist. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir den kalten Schmuck an. Der ist nämlich auch sehr, sehr geil und wird uns dann im Sandbiom extrem behilflich sein. Dafür laufen wir schon mal Richtung Sandbiom. Aber ich würde auch ganz ehrlich sagen, das machen wir auch wieder in der nächsten Folge. Wir haben das erste Ungetüm bekämpft in dieser tollen Folge. Es ist super gelaufen. Besser als ich gedacht habe. Hätte auch sehr schnell schief gehen können. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um den kalten Schmuck, um langsam das Sandbiom unsicher zu machen. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Lasst auf jeden Fall einen fetten Like da. Würde mich riesig freuen. Ja, lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euer Bereepers raus. Chippie, yo. Ciao, ciao.